Es ist eine Art von musikästhetischer Archäologie, die mich umtreibt und das begeistert mich auch sehr. Dann auch sehr stark das Schaffen von frühen DDR-Komponisten im Fokus. Aber mittlerweile hat man eine ganz andere Einstellung zu der Geschichte der DDR. Und ich finde, man muss eben gerade solche Namen wie Regini und Dessau und eben auch Boris Blacher, was wir schon gemacht haben, nochmal wirklich näher betrachten. Das ist jetzt bei Wagner Regini genauso. Das war ein Name, der mir völlig unbekannt war. Er war natürlich in dieser Zeit von vielen Einflüssen umgeben. Schreker ist richtig, aber genauso gut könnte man Schostakowitsch nennen. Was mich am meisten begeistert ist, dass es offensichtlich möglich gewesen ist, 1956, mitten in der Ulbricht-Zeit, ein Oratorium im Bach-Stil. Das war eine Referenz an die Musiktradition, Johann Sebastian Bach, mit einem eingeschlossenen Vater Unser zu präsentieren. Wie man das damals ideologisch verbrämt und legitimiert hat, das ist mir noch nicht ganz klar, aber es war irgendwie möglich. Das ist die Genesis ja auch keine in dem Sinne christliche Schrift, sondern eine Urschrift des Alten Testaments. Und ich denke, dass also über diese Argumentationsschiene das Stück auch aufführbar gewesen ist. Ja, wir sind ja immer im Gespräch, auch mit Verlagen, um gerade genau das zu tun, was wir hier tun, dass man Komponisten aus dieser Zeit ans Tageslicht holt und schaut, was verloren zu gehen droht. Insofern, man lernt viel auch dabei, man gewinnt viel dabei und diese Betrachtung der Werke, die ist für mich persönlich eine große Erweiterung.